Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video. Und ich weiß, der Titel ist etwas reißerisch, du hast keine Zukunft oder es gibt keine Zukunft, aber ich möchte zuerst einmal aus der energetischen Sicht darauf eingehen und dann auch nochmal aus der astrologischen Sicht. Ich merke bei diesem Kanal ja immer wieder, dass die astrologischen Videos, und wahrscheinlich bist du auch deshalb dran und hier, und das freut mich, danke, dass du dabei bist. Nebenbei abonniere den Kanal, gib dem Video ein Like, das freut mich natürlich, dass diese Videos am besten gehen, wenn wir immer hören, was kommt denn jetzt auf uns zu, was passiert denn jetzt in nächster Zukunft. Und ich habe natürlich mit der Astrologie eine Möglichkeit, mir die Tendenzen der Zukunft anzuschauen. Und trotzdem möchte ich dir heute sagen, du hast keine Zukunft. Und auch ich habe keine Zukunft. Kein Mensch hat eine Zukunft mehr. Aber das haben wir noch nie gehabt. Alles, was du formen kannst, ist die Gegenwart. Alles, was du verändern kannst, wo du jetzt etwas tun kannst, ist die Gegenwart. Jetzt dieser Moment. Jetzt innehalten, jetzt Schritte zu deinen Zielen setzen. Nicht von einem Traumjob dahin zu träumen, dem Wohnort, der alles gut macht, dahin zu träumen. Jetzt kannst du etwas ändern, jetzt kannst du Schritte setzen. Und das ist immer ein Weg, um Dinge umzusetzen und zu erreichen. Und auch in der Zeit der Revolution, in der wir uns jetzt befinden, wo es eigentlich noch keine wirkliche Vision gibt oder bei so vielen Menschen keine Vision gibt, beziehungsweise eine Vision, die aufgepflanzt wird. Das ist ja der Pluto in Wassermann. Und da habe ich ja am Freitag, also morgen eigentlich, wenn du das Video heute siehst, ein Event dazu hier in Linz, Pluto in Wassermann. Das ist ja auch noch einmal die Macht einer fremden Meinung über die eigene Meinung. Und die Macht der Meinung schränkt die eigene Freiheit ein. Und wir sind umgeben von lauter Meinungen. Auch das hier ist eine Meinung, die du hörst. Aber wichtig ist einfach mal, ein eigenes Bild, eine eigene Vision zu haben und nicht auf etwas aufzupflanzen, was dir aufs Auge gedrückt wird. Egal, ob das eine politische Richtung ist, egal, ob das eine esoterische Richtung, eine spirituell-religiöse Richtung ist, da geht es einfach darum, ganz klar die Gegenwart für dich hundertprozentig zu besitzen. Und diese Zeit, diese wahnsinnige Zeit, in der wir uns bewegen, in diesen Auf und Abs, in diesen Krisen, wo kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, wo wir die Veränderungen tagtäglich erleben, ob es jetzt privat ist, auch in Beziehungen, in finanziellen Geschichten, in Umzügen. Ich habe die ganze Zeit Klienten, wo es immer nur so bergauf, bergab geht, also reine Achterbahnfahrten. Ob das jetzt auch positive Veränderungen sind in den vorher genannten Bereichen. Es verändert sich alles. Aber wichtig ist, dass du deine Vision hast, und diese Vision bringt dich dann weiter, aber immer nur von Gegenwart zu Gegenwart. Du kannst nicht in die Zukunft kommen. Du hast keine Zukunft. Die Zukunft ist eine Illusion, ist eine Lüge, ist ein politisches Instrument zu sagen, machen wir das jetzt, dass es besser wird. Folge mir und dann wird es besser. Das ist eine Lüge. Du hast nur die Gegenwart. Und das ist auch der Druck, den ganz viele erleben. Und vielleicht erlebst du diesen Druck auch in dieser Zeit jetzt, in dieser angespannten Zeit, wo es eigentlich darum geht, die eigenen Bilder, die eigenen Visionen zu entwickeln. Und wenn du die nicht hast, dann kommen Ängste, dann kommen Verlustängste, dann kommt ein Wahnsinnsdruck rauf auf dich, weil es darum geht zu sagen, hey, was willst du denn? Was erwartest du denn eigentlich? Und solange du das nicht spürst, weißt du intuitiv, ich habe keine Zukunft. Und so geht es nicht weiter. Und das ist das Gefühl, das in dir weht. Da geht es nicht darum, kommt ein Krieg, kommt eine große Finanzkrise, kommt irgendein Drama von außen daher. Die werden schon kommen, so oder so. Die Welt hat immer schon gebrannt, sage ich, und wird auch immer weiter brennen. Aber der Punkt ist einfach, du hast keine Zukunft. Darum schaffe dir jetzt deine Gegenwart. Jetzt sofort. Und das ist möglich, dass du klarer wirst, dass du bewusster wirst. Und ich habe vorher von den Videos am Kanal gesprochen. Die Astrologie, wo dir gesagt wird, ja, da passiert, wird was kommen und das sind die Tendenzen, gehen fantastisch. Was nicht gut geht, sind die Meditationen.
Und die Meditationen auf dem Kanal, und ich werde noch mehr anbieten, dass du gegenwärtiger wirst hier auf dem Kanal, weil mir ist das wichtig, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gut geht, weil es soll uns im Gesamten gut gehen. Und wie gesagt, vielleicht ist die Meditation nicht das, was dich abholt, aber das ist das Instrument, das ich dir hier zumindest einmal zur Verfügung stellen kann, damit du dich mehr mit dir beschäftigst, zu dir kommst. Und ich lade dich ein, probier einfach mal eine Meditation hier auch auf dem Kanal auch aus, wenn du möchtest. Aber ich verspreche dir, es kommen noch mehr energetische Hilfsmittel. Ich bin dran, mehr Inhalte zu produzieren, die dich auch durch diese Zeit bringen, in deine Gegenwart bringen, aus der Gegenwart eine Vision, deine Vision erwachsen lassen. Und dann kannst du wirklich getrost durch diese ganzen Turbulenzen gehen. Und jetzt schauen wir uns mal das Vollmond-Horoskop an. Also Vollmond bedeutet ja, Sonne, Mond sind in Opposition. So stehen sich am astrologischen gegenüber. Der Mond ist in der Jungfrau und gegenüber von der Jungfrau, wo die Sonne jetzt steht, sind die Fische. Na? Wenn du jetzt Geburtstag hast in der Zeit, weißt du, klar, es ist Fischezeit. Und Fisch ist ja so ist ja so das Träumende, das ein bisschen Reduzierte, ist so die Zeit, wo man sagt, okay, das ist so diese Jenseitszeit. Ja? Und gegenüber ist der Mond mit der realistischen Jungfrau. Die Jungfrau ist das Gegenteil vom Traum, ist eigentlich so Alltag ist Realismus. Und da haben wir jetzt eben diese Vollmondkonstellation drinnen. Und wir schauen uns das jetzt eben einfach mal rein, was tut sich denn? Und wir haben eine sehr geladene Sonne. Wir haben, du siehst den Saturn auf der Sonne, weil Saturn ist ja jetzt auch gerade im Fischezeichen. Das heißt, die Grenze, die verwaschende Grenze, die verwaschene Grenze, Entschuldigung, wird jetzt nochmal beleuchtet. Also dort, wo du vielleicht zu wenig Struktur hast, Klarheit hast in deinem Leben, und vor allem auch in deiner inneren Ebene, da suche Klarheit, da suche jetzt Struktur. Und da sind wir wieder bei dem. Komm in deine Gegenwart. Ja? Du hast keine Zukunft. Und das ist eben so das Thema, so wenn am 24. Februar quasi der Vollmond stattfindet. Was wir noch haben auf der Sonne drauf, ist eine Konjunktion mit Merkur. Und Merkur-Sonne ist immer sehr aufgeladen. Also da können viele Gedanken sein, und Merkur ist ja auch eben dieses, so quasi die Technik, die Maschine. Es kann sein, dass du Konzentrationsmängel hast mit Merkur im Fische. Es kann sein, dass die Geräte kaputt werden. Heute Drama, oh Drama, ist meine Kaffeemaschine, hat den Geist aufgegeben. Ein wirklich schwerer Verlust, der Gott sei Dank ersetzt werden kann, aber ein schwerer Verlust. Also schuldig im Sinne der Koffeinanklage. Und da kann es eben sein, dass es wirklich auch zu technischen, also Fehlern kommt, zum Mangel, dass da was kaputt wird, dass man schwerer konzentriert ist. Ne? Also das ist so diese Zeit, die wir jetzt haben, so um Ende Februar rum. Was wir noch dabei haben auf der Sonne, ist ein Sextil zum Jupiter, Jupiter in Stier. Und das ist eigentlich so eine ganz positive Energie, wenn du vielleicht schon so ein bisschen so einen Plan hast, nämlich einen Plan, einen realistischen Plan, dann kannst du den vielleicht noch weiter träumen. Oder wenn du jetzt gut auch schon im Leben stehst und sagst, ich bin zufrieden, dann kann ich das auch, können da auch so Bilder entstehen in dir. Wir sind in deinem Inneren, wo man sagt, wo soll denn die Reise hingehen? Also das ist auch so, die Sinnfrage ist ja auch immer so der Jupiter. Und mit Jupiter im Stier geht es natürlich auch dann um das Materielle, um materielles Glück, so ganz profan übersetzt. Der macht auch außerdem noch ein Trigon zum Mond. Also steht ja beides in Erdzeichen, der Mond steht in der Jungfrau, der Jupiter steht in der Jungfrau, und der ist ja ganz gut bestrahlt gerade. Also da kann auch so ein frischer, leichterer Wind reinkommen in deine Gefühlsebene. Was auch spannend ist, wir haben eine Konjunktion von Mars und Venus im Wassermann. Das sind noch die persönlichen Planeten, die neben Pluto, der Schicksalsplanet, die noch im Wassermann sind. Und Mars und Venus im Wassermann, das ist natürlich schon auch so die frische, so das frische Treffen von Energien, also die Synergie auch zwischen männlich-weiblich. Da kann es auch dann dazukommen, weil ja da der Jupiter auch mitmischt, mit einem Quadratabstand, dass man so ein bisschen so einen Liebestraum drinnen hat. Es kann allerdings auch sein, dass es darum um deine
vielleicht auch im körperlichen ein bisschen so, ja, Bewegungsapparat, Hüftprobleme, dass du da was spürst, ja, dass da ein gewisser Druck drauf ist. Also wenn man sich das so ganz physisch vorstellt, ja, das ist ja der Jupiter im Körper, ist ja das die Hüfte, die Beweglichkeit, und da kann es ein bisschen vielleicht zwicken, ja, oder eben auch aufpassen in deiner Bewegung, also nicht unachtsam sein, wenn du dich bewegst, wenn du Sport machst, da einfach auch nicht übertreiben in dieser Zeit. Und natürlich auch so diese Liebesträume ein bisschen aufpassen. Prüfe immer, was ist für dich passend in einer Beziehung, was ist nicht passend in einer Beziehung. Und das kannst du wirklich da gegenwärtig auch ganz gut angehen. Ja, wir haben dann noch den Uranus in einem Quintil auf der Sonne drauf. Also da haben wir auch noch einmal ein bisschen so dieses, dass ganz viel los ist. Also da drückt der Uranus, der Stier-Uranus, auch noch einmal auf die Sonne, und das ist die Bewegung im Außen. Also das ist einfach wirklich so diese Zeit der Revolution, die wir haben, diese Zeit der Umbrüche, in der wir uns jetzt befinden, wo es natürlich schwierig ist, eine Linie, eine dauerhafte Linie zu erkennen. Und da sind wir wieder aufgerufen, oder bist du auch wieder aufgerufen, zu dem Motto dieses Videos zu erkennen: Ich habe keine Zukunft. Mach dir das mal bewusst. Ich habe keine Zukunft. Jetzt ist der Moment, wo alles entschieden wird. Jetzt setzt du den Schritt in die Zukunft, in dein neues Leben. Die Zukunft ist quasi in der Gegenwart, ist der Samen in der Gegenwart, und daraus entsteht sie. Und das ist ja das sagt ja der Hausverstand. Wenn ich sage, okay, ich beginne jetzt die Zukunft, mich bewusster zu ernähren, zum Beispiel, ja, gesünder zu werden. Eigene Gesundheitsvorsorge ist das Wesentlichste in dieser Zeit, dass dein Körper gesund ist, dass du mental gesund bist, dass du fit bist. Dann kannst du jetzt anfangen, Schritte zu setzen. Und das ist gut bestrahlt jetzt bei diesem Vollmond. Das ist eine gute Zeit. Wir haben dann auch bald Frühlingsanfang. Neue Energien, neue Säfte, neue Kräfte kommen. Eine Zeit des Aufbruchs natürlich auch in der Natur. Und darum, mach dir bitte keine Gedanken um die Zukunft, die hast du nicht mehr. Ich habe sie nicht mehr, wir alle haben sie nicht mehr. Und zu diesem Vollmond am 24. Februar haben wir eben so gewisse Energien drinnen, wir haben da gewisse Anspannungen drinnen, aber am Ende geht es mir darum, dir heute nochmal mitzugeben. Und ich weiß, ich wiederhole mich, ich klinge wie eine kaputte Schallplatte. Mach dir bewusst, dass du keine Zukunft hast, dass niemand eine Zukunft hat, sondern nur eine Gegenwart. Und da bist du unendlich geborgen, da bist du unendlich sicher, und da kannst du unendlich viel Kraft rausschöpfen. Und damit möchte ich das heutige Video beenden. Ich lade dich nochmal herzlich ein zu meinem Event Pluto im Wassermann morgen hier bei mir live in Linz von 16 bis 20 Uhr. Also gerne einfach eine Mail schreiben. Das findest du in der Beschreibung zum Video. Und wenn du auch tiefer eintauchen willst in die Kraft des Vergebens, des Loslassens, ist ja eine transformative Zeit, dann habe ich am Sonntag den Workshop Die Kraft der Vergebung. Findest du alle Details auch bei mir auf der Homepage. Und sonst freue ich mich natürlich über einen persönlichen Termin oder demnächst wieder hier am Kanal bei einem neuen Video. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Reni. Tschüss, bis nächstes Mal.